zu früh gefreut. Jetzt habe ich wieder Gegenströmung. Und okay, ich komme gerade fast gar nicht mehr gegen an. Wie krass die Strömung ist. Sieht man hier. Bevor ich meinen Motor ruiniere, werde ich dann doch lieber den anderen Hafen zu einer weiteren Folge meiner Dokumentation über das Einhandsegeln über den Ärmelkanal Richtung Atlantiküberquerung. Ich bin also auf dem Weg von Cherbourg Richtung Guernsey. Falls du die letzte Folge verpasst hast, verlinke ich sie dir oben rechts nochmal. Ja, und leider war ich nicht schnell genug, sodass die Strömung, bevor ich mein Ziel erreichen konnte, gekippt ist. Und das Ganze sieht man halt im Intro. Da ging es ziemlich ruckelig zu, die Strömung war sehr stark. Ich bin mit Motor und Besegelung nicht dagegen angekommen, sodass ich mich entscheiden musste, einen anderen Hafen im Norden der Insel aufzusuchen. Den gesamten Track, wie auch alle meine Fahrten mit meinem Segelboot, kannst du dir übrigens auf meiner Website unter Standort angucken. Ja, und wie man unschwer auf der Karte erkennen kann, habe ich echt mit der Strömung gekämpft. War dann am Ende nur noch mit 1,5 Knoten unterwegs, sodass es keinen Sinn mehr gemacht hat, weil die Gegenströmung noch zugenommen hätte und dementsprechend musste ich umkehren. Ja, und die Einfahrt von diesem Hafen, wow. Also in sowas Enges bin ich noch nie mit dem Boot reingefahren. Das war, ja, der freundliche Hafenboy aus seinem Motorbötchen hat mich eben eingewiesen. Ja, und ich sag mal, das war dringend nötig. Ja, wie konzentriert ich da reinfahren musste, sieht man an den verwackelten Kamerabildern. Gleichzeitig zu filmen war etwas schwierig. So, da die Kanalinseln leider nicht zu England, Großbritannien oder der Europäischen Union gehören, muss man halt die Kuhflagge hissen und ordentlich ein- und ausklarieren. Ja, und nachdem ich mich erholt habe und ordentlich gestärkt habe, bin ich eigentlich ganz froh, hier gelandet zu sein. Ein wunderschöner, idyllischer, von Natur umgebener Hafen. Und dann packe ich meinen Rucksack und gehe ein bisschen auf Entdeckungstour auf der Insel Richtung Hauptstadt St. Peter Port. Ja, aber mit dem Wetter habe ich nicht so viel Glück. Da begrüßt mich dann eher so dieses typische, nieselige englische Wetter. Ah, ich finde es auch mal ganz cool, bei diesem Wetter unterwegs zu sein. Und einfach mal weg vom Boot zu sein. Bei aller Liebe. Und so sieht ein Hafen auf Guernsey bei Niedrigwasser aus. Alle außer mir sind im Auto unterwegs, so habe ich die Gehwege für mich alleine. Und als es wieder aufklart, ist der Weg dann doch ganz okay. Die Küste von Guernsey ist relativ schroff und steinig. Man findet einige Bunkeranlagen und kann Containerschiffe bei der Einfahrt beobachten. Als ich dann in St. Peter Port angekommen bin, bin ich auf der Suche nach Fish and Chips, bin ich irgendwie hier im Hafencafé gelandet. Grundsätzlich hat mich die Stadt jetzt nicht besonders umgehauen. Ist ein Besuch wert, aber mehr auch nicht. Zurück nehme ich dann wegen der langen Strecke den Bus. Das klappt eigentlich sehr gut. Ich bleibe nicht lange auf Guernsey.
die Unterkunft ist teuer und ich will weiter Richtung Atlantik segeln. Also packe ich wieder meine 7 Sachen, koche ordentlich vor. Oh, noch ein Käffchen. Und dann los, oder? Ja, ich muss sagen, die Stadt St. Peter Port hat mir jetzt nicht so zugesagt, war jetzt nicht so total toll. Beim nächsten Mal werde ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit nehmen für die Kanalinseln. Ich habe mir sagen lassen, dass es dort einige wunderschöne Stellen gibt, an denen man segeln kann, zu denen man hinsegeln kann, Ankerplätze. Aber nichtsdestotrotz ganz schön anspruchsvoll, weil man muss immer die mega, mega starke Strömung im Blick behalten und dementsprechend seine Zeiten planen. Was mir diesmal ganz gut gelingt, um von den Inseln wegzukommen. Und auch das Wetter ist ziemlich gut. Ich verlasse Guernsey morgen bei ablaufendem Wasser zur richtigen Zeit. Der Wind bläst an diesem Tage aus Nordwest bzw. West-Nordwest mit ungefähr 4 Windstärken, manchmal sind es 3, in Böen manchmal 5, sodass ich davon ausgehen kann, dass ich hoch am Wind fahren muss Richtung Süden bzw. Südwesten Richtung Aberwrack. Ja, und dies soll tatsächlich meine letzte Station auf dem Ärmelkanal sein und danach erwartet mich der hoffene weite Atlantik. Ich dachte, Midships wäre eigentlich ein guter Ort, das ist eigentlich auch mein Plan. Midships zu übernachten bzw. Pausen einzulegen, weil da die Schiffsbewegungen nicht sehr heftig sein sollen. Aber gerade eben bei dem Wellengang war es schon eine Achterbahnfahrt. Ich habe mich irgendwie auf den Rücken gelegt und es hat sich angefühlt, als wenn ich irgendwie im Karussell sitze und der Magen ist immer hoch und runter. Und da ist mir ein bisschen übel geworden, aber es hilft tatsächlich, dann einfach mal rauszugucken auf den Horizont, die Wellen zu beobachten in längerer Zeit. Und jetzt geht's auch schon wieder. Ich habe mich auch jetzt schon wieder hingelegt. Ich mache eh gerade überhaupt keine Strecke, es ist echt krass mit der Gegenströmung, die hier teilweise bei 3,7 Knoten war. Und der Kursversatz halt echt immens ist, bin ich noch härter an Wind gefahren. Können wir mal gucken, was der Kompass zeigt. Wellengang ist übrigens auch ordentlich. Ich weiß gar nicht, ob das so auf den Videos so gut rüberkommt, aber es ist doch mal. Macht schon Spaß. Naja, guck mal hier. Zwischen 270 und 300 Grad, also Nordwest, beziehungsweise ja, auf jeden Fall 270, 280 Grad. Bedeutet Kurs West. Was haben wir aber für einen Kurs hier? Einen wahren Kurs über Grund. Grad. Das ist ein einfach mal ja, Kursversatz von 60 Grad, ne? Aufgrund der Strömung. So, was machen wir jetzt hier gerade für eine Geschwindigkeit? 0,7 Knoten, ja, ist ja der Wahnsinn. 0,4 Knoten. Im Prinzip ist es so, dass ich quasi gerade auf der Stelle tanze. Ich segel auf der Stelle. Es sieht so aus, als ob man sich bewegt, aber man tut's nicht. Wir segeln. Es ist Wind da. Wir fahren hoch am Wind, aber die Strömung ist so stark, dass wir einfach nicht vorwärts kommen.
Naja, aber ich habe Zeit. Ich habe Zeit, alles ist gut, es ist ein guter Segeltag, es gehört dazu zum Kanal. Ich bin mittlerweile gechillter, was das angeht. Ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Ich bin ja sehr ungeduldig, aber da muss man einfach mit leben, da muss man mit arbeiten, aber das muss man einfach mit einkalkulieren. Zwischenzeitlich hat man irgendwie 8 bis 9, 10 Knoten teilweise aufgrund der Strömung, die mit einem läuft. Dann macht man irgendwie fast gar keine Strecke, weil die Strömung halt so krass gegen an ist. Aber bald wird sie jetzt auch schon wieder geringer und wird kippen und dann habe ich sie wieder mit mir und dann geht es in der Nacht wahrscheinlich wieder ordentlich ab. Werde ich auch wieder vorankommen und ja, ich hoffe mal darauf, dass ich dann morgen früh meinen Ankerplatz erreiche, meinen neuen. Völlig absurde Bewegung. Man hat das Gefühl, dass aus der Richtung was kommt. Man hat das Gefühl, dass es aus der Richtung kommt. Und dann spitzt sich das so zu. Und dann macht es einmal Schwupps. Man geht rüber, rutscht runter und ist kein Stück vorwärts gekommen. Eben das Tracking gecheckt. Die letzten Tracking-Punkte waren rückwärts. Das heißt, ich mache nicht nur keine Fahrt, sondern Fahrt rückwärts, obwohl das Boot nach vorne gerichtet ist. Wahnsinn. Ich bin der tote Segelmann. Naja, noch lebe ich, aber ich weiß mir jetzt gerade nicht anders zu behelfen als mit dem roten Licht meiner Stirnlampe. Es ist 21.30 Uhr auf dem Tacho und der Wind hat entgegen der Vorhersage mal wieder irgendwie zwischenzeitlich sehr zugenommen. So dass ich das erste Reff reingebunden habe. Seitdem segel ich wieder aufrechter. Die Strömung kippt gerade wieder. Ah, scheiße. So, die Strömung kippt gerade wieder. Insofern ist sie jetzt wieder auf meiner Seite bald. Und in ein paar Stunden gibt es dann wieder satte 3 bis 3,5 Knoten. Mitströmung. So, und gerade mache ich zumindest 4,5 Knoten wieder, nachdem ich jetzt eine lange Zeit fast gar nicht vorwärts gekommen bin, beziehungsweise teilweise sogar rückwärts. Naja, ich habe mich schon 2-3 Mal aufs Ohr gelegt, jeweils für eine halbe Stunde. Jetzt genieße ich erstmal wieder die Nacht, den wunderschönen Sternenhimmel, den man leider nicht mit der Kamera einfangen kann. Aber das genieße ich dann halt jetzt für mich selber.
schönen guten Morgen. Ich habe bislang einen absoluten Top-Trip gehabt. Wirklich. Besser geht's nicht. Jetzt bin ich eben solo tief eingeratzt. Zwischen 5 und 7. Dass ich beigedreht bin und das nicht gemerkt habe, war es nicht weiter schlimm. Die Strömung hat jetzt wieder gekippt, das heißt, ich muss gerade gegen anfahren. Der Wind hat abgenommen, insofern komme ich nicht gegen die Strömung an ohne Motor, habe den Motor angeschmissen. Alles gut. Es sind jetzt ungefähr noch 28 Seemeilen bis zu meinem Endziel heute, dem Ankerplatz in Aberwrack. Werde jetzt gleich noch eine Wende fahren, weil der Wind jetzt auch nicht mehr so optimal steht und eher wieder aus West kommt, da wo ich hin muss und nicht aus Nordwest, aber ja, die paar Meilen, die schaffe ich jetzt auch noch. Zwischenzeitlich nachts habe ich 2 Refs drin gehabt, es war relativ ruppig, 2 Meter Wellen, laut Wetterbericht. Hat sich aber auch so angefühlt. Teilweise dann wieder mit der Strömung 8-9 Knoten gehabt und naja, nachts ist man dann doch nicht so fit und dann lieber reffen. Ging trotzdem gut ab und war eine super Segelnacht mit tollem Sternenhimmel und allem drum und dran. Kann mich echt nicht beklagen und ja. Weiß nicht, warum ich jeden Satz mit und beende. Gibt dazu nichts mehr zu sagen. Doch, eine Sache gibt's doch zu sagen, aber es kommt, sag sie. Ja, ich bin Bartmodel des Jahres 2020 geworden. Ja, nochmal das Prunkstück hier aus nächster Nähe. Mit dem Trimmen der Segel, der Einstellung des optimalen Kurses an der Windsteueranlage, kann man so den lieben langen Morgen verbringen. Delfine! Delfine! Guckt euch das an, Leute! Geil! Hier im Kanal, hätte ich nicht gedacht. Ja! Hammer! Leute! Geiler Scheiß! Guten Morgen! Oh, super angenehmer Segeltag. Ich kann chillen. Ich liege auf dem Vordeck. Beziehungsweise mittschiffs am Mast eher. Da wo mein Ding liegt, legt den Kopf zurück. Entspanne, lese ein Buch. Die Strömung ist jetzt wieder mit mir. Ich mache zwar nicht besonders viel Knoten, etwa 3 bis 4. Die Strömung wird aber auch noch zunehmen. Und ja, alles super entspannt hier. Super entspannt. Da werde ich auch nicht nervös, weil ich das Ziel nicht schnell genug erreiche. Wenn kein Stress ist an Bord, aber nicht ständig irgendwie Manöver fahren muss, dann ist auch mal ganz angenehm. Jetzt muss ich aber doch mal eine Wende fahren. Weil ich sonst so weit nördlich abdrifte.
mit den Benseln an der Windpilot ist auf jeden Fall mega nervig. Das werde ich auf jeden Fall noch beheben, indem ich diesen Beschlag am Ruder unten anbringe, in der Hoffnung, dass es dann besser hält. Dann kann ich vor allen Dingen die Pinnenverlängerung wieder anschließen, die mir dann doch das ein oder andere Mal hilft, wenn ich mal unter Motor fahre, die Pinne festzulatschen. Wenn genug Wind da ist und das Boot einfach durch den Wind kommt bei einer Wende, behelfe ich mir gerne mit dem Windpiloten als Steuermann, indem ich einfach den Kurs umstelle auf den Wendekurs, den ich fahren möchte, und kann mich dementsprechend komplett auf das Vorsegel und die Vorschoten konzentrieren. Embula steuert dabei durch den Windpiloten, durch den neu eingestellten Kurs, exakt durch den Wind und auf den richtigen Amwindkurs auch wieder, ohne dass ein Gegenruderdruck erzeugt werden muss. Und das ist eigentlich sehr angenehm. Ja gut, ein bisschen helfe ich noch nach mit meinen Knien, aber die Hauptarbeit macht der Windpilot. Die Windsteueranlage ist jetzt auf 45 Grad eingestellt. Eigentlich kann ich sie, wenn ich am Wind fahren will, und das will ich gerade so hoch am Wind wie möglich, kann ich sie viel weiter noch gegen 0 Grad stellen. Allerdings funktioniert das gerade nicht, wenn die Strömung dann wieder mitspielt. Und zwar drückt die Strömung mich jetzt so. Da hinten ist das Land. Es ist Ebbe, das heißt, die Strömung geht entlang des Landes raus ins Meer. Und da will ich hin. Und ich fahre gerade am Wind. Das heißt, die Strömung drückt mich hier in den Wind rein und dann dreht das Boot irgendwann bei, wenn das Ruder bzw. die Pinne oder die Windsteueranlage nicht dagegen steuert. Und deswegen steht die Windsteueranlage nicht direkt auf Amwindkurs, sondern eher ein bisschen raumer, damit sie ordentlich gegensteuern kann. Teil des Kanals kann ich jetzt hinter mir lassen und die Karte einfallen. Ich habe soeben die 24-Stunden-Marke erreicht und die 100 Seemeilen gleichzeitig geknackt. Innerhalb von etwa 24 Stunden. Das ist gar nicht mal so schlecht dafür, dass ich
zweimal gegen die Strömung gefahren bin und sehr langsam unterwegs war. War gut. Ich hatte natürlich auch die Strömung schon zweimal mit mir. Ich bin sowas von verspannt, ey. Das glaubt man gar nicht. Hallo, kleiner Freund. Geiler Typ, bleib hier. Wir sind Freunde, Mann. Ab jetzt sind wir die besten Freunde. Ich habe auch noch ein bisschen Fisch für dich. Wow! So nah, ich kann mich fast anfassen. Ja, Leute. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Dass ich das hier schon erlebe in Frankreich. Wie viele das sind. Die ganze Schule. Ihr seid so wunderschön. So, als wenn die Musik gehört hätten. Ich habe irgendwie gerade einen Song im Kopf gehabt. Bin hier in Küstennähe, habe auch schon wieder Internetverbindung und habe den Song angemacht und zack, waren die Delfine da. Und sie gehen nicht weg, bleiben hier, sie schwimmen um das Boot rum, um den Bug. Und es sieht irgendwie so aus, als ob es meine neuen Freunde werden. Und ja, irgendwie haben sie Spaß an dem Wuhl da an meinem Boot. Dieser Alarm nervt auf jeden Fall tierisch. Vor allen Dingen nachts, wenn man pennen will. Ja, Junge, dann stell den vielleicht einfach mal aus, dachte ich, vielleicht nervt er dich dann weniger, ne?
Hättest ja auch Augen im Kopf, ne? Ja, solange man nicht pennt und Ausguck halten kann, tagsüber gute Sicht hat, braucht man das Ding nicht. Hast du recht. Natürlich habe ich recht. Was denkst du da? Ja, alles klar. Ja, immer recht. Unverschämt. Ja, ich bin kurz vorm Ziel. Und dann kippt die Strömung. Jetzt baller ich gegen an mit allem, was ich habe. Motor, Großsegel. Ja, gut, das Vorsegel habe ich runtergeholt, weil das ist hier auch die Einfahrt mehr oder weniger gegen den Wind. Und kein Bock, das Vorsegel kaputt zu machen durch zu viel Killen. Ah ja. Schwierig zu timen, sage ich mal so, hier im Kanal. Aber man hat ja nicht umsonst noch einen Motor, den man sich zunutze machen kann. Aber es ist echt krass, es fühlt sich so an, als wenn man so slidet. Oder wie, eine gute Beschreibung ist vielleicht, wie als wenn man auf einem Laufband ist. Aber ein Laufband, was zu schnell ist, was immer schneller wird und man kommt nicht gegen an. Und es ist echt, fühlt sich auch ein bisschen verrückt an. Hier geht's ordentlich ab. Hier ist schon wieder rausgefahren bei der Einfahrt. Na gut, aber die Einfahrt ist breit genug, aber sehr felsig. Mal sehen, ob das klappt. Sagt der Tacho, ich gehe gleich auf die 30 Stunden zu und habe an die 120 Seemeilen zurückgelegt. Ich glaube, das ist der bislang längste Turn, Segelturn gewesen, den ich gemacht habe. War ein gutes Training. War ein sehr gutes Training. Hier im Kanal nochmal die Gezeiten so mitzunehmen, Gegenströmung, Mitströmung und so weiter. Das war gut. Rundum gelungener Turn. Echt geil. Das habe ich gebraucht. Das Boot hat sich super verhalten, es ist alles trocken. Klar, es war jetzt auch kein schlimmes Wetter, wobei nachts musste ich dann schon zwei Refs einbinden und die Wellen waren relativ hoch, aber es war gut. Es war sehr wichtig. Ja, schön hier. Ich freue mich richtig drauf, hier eine kleine Pause einzulegen und zu ankern, beziehungsweise gibt es hier scheinbar auch umsonst Mooringbojen, an die man festmachen kann. Nach dem Hafen sehr geschützt liegen kann. Traumhafte Natur, einsame Strände. Man kann hier weitläufig mit dem Dinghy rumfahren. Alte romantische Leuchttürme. Top. Und das Ganze in der Nähe von Brest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du wissen willst, wie es weitergeht, musst du einfach diesen Kanal abonnieren. Ja, und diese Dokumentation über das Einhandsegeln wird durch Zuschauer wie dich unterstützt. Ja, und im heutigen Video bedanke ich mich ganz herzlich bei Jan, Jens Uwe, Tobias und Maurice. Jan und Maurice, auf die alten Zeiten, geile Typen! Wenn dir meine Videos gefallen und du meinen Kanal auch unterstützen möchtest und die Arbeit, die dahinter steckt, dann kannst du das unter der Bordkasse tun. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt oder du gehst halt einfach direkt auf die URL in deinem Browser. Halt die Ohren steif, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, ciao!